willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren CSGO Overwatch auf Nuke. Guck mal da. Nuke ist wirklich selten. Also bei mir zumindest. Kommt ganz, ganz selten. Nun ja, ich habe auch wieder eine kleine Frage für euch vorbereitet. Es scheint euch zu gefallen. Und zwar folgendes. Also mir gefällt es natürlich auch, ne? Weil solche Fragen führen zu Interaktionen und zu leckenden Overwatches. Wir sahen eben das Türöffnen des Smoke schmeißen aus. Alter, wie laut. Ich hoffe, ihr hört mich gescheit. Ich muss den direkt leiser machen. So, also, folgende Frage habe ich für euch im Angebot. Wie sehe es für euch aus, wenn ihr mit eurem Kumpel so wie immer spielt und er verhält sich irgendwie merkwürdig? Das ganze Spiel über, ihr denkt euch, was ist denn da los? Ihr fragt dann nach dem Spiel, was los war und er sagt, tja, die letzten paar Spiele haben wir echt auf die Nase bekommen. Weißt du noch, die ganzen Spinbotter, die wir hatten, 5-mal hintereinander. Und da habe ich mir aus Frust einen Hack gekauft für einen Fuffi, zack, so ein Wallhack oder, ja, ein Wallhack eben. Und, den habe ich jetzt mal ausprobiert und hast ja gesehen, ging ganz gut rein. Was würdet ihr zu eurem Freund, nicht zwingt, was ihr zu ihm sagen würdet, vielmehr noch, wie würdet ihr dann mit ihm in Zukunft weiterspielen? Wäre das für euch ein No-Go? Wäre er vielleicht... Okay. Wäre er für euch vielleicht... warte mal ganz kurz... Gut, er ist jetzt nicht zwingend herausragend. Sie haben auch einen Bot. Muss man mal noch im Auge behalten. Wäre er für euch möglicherweise sogar dann auch im Real Life, würdet ihr euch distanzieren von ihm und sagen, mit so jemandem, mit so einem Charakter, mit so einem Menschen möchte ich nichts zu tun haben, der sowas wissentlich macht, der sich einfach einen Hack kauft und reincheatet in einem Spiel, das ich ewig spiele und mir vielleicht auch wichtig ist und mir generell eben die Community... Die Online-Community, nicht nur CSGO, sondern generell so an sich so wichtig ist, dass ich gegen Cheater auch dann in meinem Real Life, in meinem direkten Umfeld vorgehe? Oder sagt ihr, naja, soll er doch machen, was er will? Wie? Oder sagt ihr sogar, oh, zeig mir mal deinen Hack, muss ich mal angucken, vielleicht hole ich mir den auch. Wobei das wiederum, ich habe im letzten Video ja gefragt, ob ihr das überhaupt machen würdet, jemals hacken. Das hängt dann natürlich damit zusammen. Aber ja, wie sehe das für euch aus? Natürlich, was. Tat. Natürlich auch die Frage, was würdet ihr machen? Was würdet ihr zu ihm sagen dann in dem Fall? Aber ja, wie ist auch euer Verhalten gegenüber ihm in Zukunft? Er hat das schon gerochen, dass er das... Aber damit hätte ich auch gerechnet, dass er in das Monk steht. Ja, wie sieht's aus? Ich kann es für mich selbst... Bei mir selbst würde es natürlich darauf ankommen... Wer es ist. Also wenn es jetzt wirklich jemand ist, der mir sehr nahe steht, wirklich ein guter Freund, ja. Es wäre extrem schwierig, es überhaupt nachzuvollziehen, dass ein guter Freund von mir jetzt hackt und auf die dunkle Seite der Macht gewechselt ist, sozusagen. Das wäre eine ganz merkwürdige Sache und ich glaube, ich würde auch zumindest spieltechnisch, würde ich mich, glaube ich, wirklich distanzieren. Im Real Life weiß ich nicht. Da kommt es einfach drauf an, wer es halt jetzt im Speziellen ist. Ja, aber meine Kumpels, ja, das ist eigentlich, wenn ich selbst so drüber nachdenke, ich könnte mir nie im Leben jemanden vorstellen, der das machen würde. Wie wär's bei euch? Tuck, wenn es also nicht, ob ihr es euch vorstellen könnt, ich habe es vielleicht etwas blöd da in die Richtung erzählt, sondern wenn es einfach so wäre, Tatsachenkonfrontation, genauso wie es eben mein Beispiel war, er sagt euch, ich habe eben gehackt. Was macht ihr? Das ist die Frage für das heutige Video. Und jetzt müssen wir mal gucken, was da los ist. Also er hat hart reingegrieft. Er hat seinen Mate fett die Fresse zerschossen. Hat er den jetzt gesehen? Konnte er ihn sehen oder konnte er ihn maximal durch die Wand sehen? Komm, renn mal ein Stickel, du alter Sack. Warte mal, ich lasse es mal so. Ich lasse die Maus mal drauf. Oh, da kommt einer direkt durch. Also für eine direkte Sichtung hat er etwas langsam reagiert, hätte er das schon gesehen, direkt, dass da jemand durchrennt. Aber der Schussaustausch mit dem Mate war schon merkwürdig. Also dass er ihm da, ne, dass er eben da auch direkt dann in die Gosch schießt. Ich weiß nicht, ob sein Mate ihn zuerst angeschossen hat, aber wie wir alle wissen, macht man das natürlich nicht. Und das war schon ein gezielter Schuss ins Gesicht. Sie gewinnen hart, da fällt natürlich etwas Gewicht davon weg und sie scheinen auch viel zu trollen. Auch der Gegner vorhin hat ein Messer gezückt und ist mit dem Messer auf ihn zugerannt.
Es wirkt gar nicht wie ein normales Matchmaking. Es könnte sein, dass es ein Hardcore-Smurf ist. Meinetwegen jetzt halt ein Supreme auf Silber. Oder so. Guck mal, wie sie da hinten in einem Trüppchen losgerannt sind. In so einer Traube. Das könnte es sein, dass er mit einem Mate, den er eben erschossen hat, rein smurft. Da muss man... Also von seinen Stats her... Hoppala, ganz falsche Sache. Von seinen Stats her ist er jetzt gegenüber dem ersten zum Beispiel aus dem Gegnerteam nicht überlegen. Ja, er reiht sich sogar eher... Also ja, das ist noch in Ordnung. Auch der zweite und dritte bei ihm im Team ist nah dran. Oder die sind nah dran. Das geht schon klar. Von den Stats her jetzt halt. Ne? Auffällige Stats sind meiner Meinung nach dann Dinge, wenn einer 20 Kills mehr hat als der zweite, wenn der Beste 20 Kills, so ab 15 bis 20 Kills, würde ich schon sagen, oh, da ist jemand wirklich deutlich besser als die anderen. Oder es ist was im Busch. Aber wirklich mehr als der zweite. Im Team, ja. Im eigenen Team, natürlich. Aber dann spielt man auf guten Posis, das kennt man. Weil jemand spielt auf einer guten Posi und die Gegner laufen ihm halt schön oft rein, dann hat man halt einfach viele Kills. Und andere stehen wiederum halt ganz woanders und können überhaupt keine Kills sammeln, weil da halt die Gegner nie kommen. Oder nur ganz, ganz selten. Ja, darum hat man, würde ich sagen, schon eine Toleranz von mindestens... Von mindestens 10. Mindestens 10, aber ich würde eher sagen 20 Kills, die man haben sollte, um wirklich sagen zu können, da sollte man mal genauer hingucken, ne, was da los ist. Ja. Aber immer zum Zweiten, nicht zum Letzten. Der Erste und der Letzte, die haben manchmal wirklich eine große Spanne. Das ist halt einfach, wie gesagt, positionsabhängig, wo du stehst. Da kann der eine halt manchmal mehr sammeln als der andere, so ist es ganz einfach. Immer zum Zweiten natürlich. Wenn der Erste zum Zweiten 30, 20, 30, 40 Kills Unterschied hat, dann würde ich da auch direkt... Also sofort misstrauisch werden, sagen, ist der irgendwie hardcore am Reinsmurfen? Ist das jemand, der in, weil für sich, ja, sich halt einfach einen Smurf geholt hat und mit Silber, mit seinen vier Silber-Kollegen spielt? Gut, schreibt wie immer in die Kommentarchen, wie ihr die ganze Sache seht. Natürlich auch die Frage am Anfang, aber eben auch die Sache hier. Hier ist auch wieder die Abstimmung, was das wohl war, Griefing. Other External Assistance, Vision Assistance oder eben Aim Assistance. Ich werde jetzt gleich meine Drückung vornehmen, was ich vorhabe. Und wir sehen uns dann im nächsten Video und oder im nächsten Livestream. Livestreams sind jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Falls jetzt also Dienstag, Donnerstag oder Freitag ist, Livestream-Time. Dienstags und Donnerstags bringe ich die Videos auch immer kurz vorm Livestream. Somit kann man jetzt einfach direkt rüber switchen. Der Link ist in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar. Also ganz oben bei den Kommentaren habe ich immer am Streamtag, in dem Video, das vom Stream kommt, eben den Link zum Stream stehen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann halt das nächste Mal. Danke, danke.